Dann müssen wir das Pferd jetzt zurücklassen. Naja, so kann man das natürlich auch machen. Sieht verlassen aus. Geh weiter. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Das sind schon wieder große Bäume hier. Da muss doch irgendwo hingehen kann. Nee, ne? Nein. Ich kann nicht, habe ich schon wieder irgendwas übersehen. Wieder eine Pfütze. Pässe gefüllt und Zeit. Ja, schau mal nach oben. Stay in your lane. Okay. Da können wir gleich noch hingehen. Gucken, was hier noch so ist. Jetzt kommt sie sogar mit. Wir gehen erstmal hier hoch. Oh, ich habe die Taschenlampe sogar noch angehabt die ganze Zeit. Ups. Hier? Edward Stage of Infection. Aktionsstufe 1. Der Cordycaps hat die motorischen Funktionen des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs, nicht überrennen lassen. Infektionsstufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und Angreifen der Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von den Seiten oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und überprüfen. Und Umgebung überprüfen. Infektionsstufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echoortung auf. Klicker. Auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind wie ihre heftige Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Infektionsstufe 4. Seltene, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark. Können säurehaltige Geschosse schleudern. Nicht eingreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Aha. Ja, Klicker und Bloater. Die Stufe 2 weiß ich jetzt nicht. Oh, alle. Nix da. Auch nix da. Ja, noch nichts. Nix. Nichts. Nichts. Huch. Auch nichts. Nichts. Hier noch was? Da sind noch Käfige. Sind das Käfige? Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Da liegt was. Da liegt was. Lumpen. Hey, Lumpen sind gut. Kann ich nicht noch was herstellen? Nein, schade. Tagebuch. Will noch was lesen? Oh. Idaho Falls. Deiner hat heute 3 Hasen gefangen. Ihre Schwester hat mir mal gezeigt, wie man die speziellen Fallen baut. Sie sind echt effektiv. Ich habe immer noch keinen Appetit. Ich muss mich zum Essen zwingen. Twin Falls. Wir haben einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Wenn das Tommys war, ist er uns vermutlich nur einen Tag voraus. Wir nähern uns Boise. Dina möchte auf keinen Fall durch die Stadt, aber ich will keinen Umweg machen, der uns 2 Tage kostet. Und diese Jäger wollten uns überfallen. Die Arschlöcher hatten keine Chance gegen uns. Wir haben eine Vorräte gesucht und ich habe Dina angesehen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mitgekommen ist. Ich liebe sie wirklich. Baker City. Heute haben wir eine Herde Wildpferde gesehen.
Sie waren scheu, bis Dina sie mit ein paar Früchten angelockt hat, die wir gefunden hatten. Danach sind sie uns eine Weile gefolgt. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich habe sie noch nie so lächeln gesehen. Mindestens einen halben Tag lang habe ich nicht an die WLF oder Joel gedacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen deswegen. Nein. Dahin. Steht da noch. Ich kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir. Sein Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gern eine Freude machen. Yakima, wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen. Also, Daumen drücken. Hm. Okay. Bulls Uhr. Jeans Firefly-Anhänger. Ah, die sind Tommy auf der Spur. Aber die haben ihn wohl verloren. Hm. Wer weiß, wo Tommy hin ist. Ein Wachhäuschen. Noch ein paar Teile rum. Jetzt hier vorne noch mal rein. Natsch. Oh, ein Dokument. Riesen. Wenn du zum Tor kommst, suche einen Soldaten namens Kiran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo, der wird dich reinlassen. Viel Glück. Na, illegale Sachen hier. Nichts. Auch nichts. Nix. War was Gutes da drin? Ziemlich leer gefickt. Ja. Noch alte Server rum. Oh, das ist wirklich ganz schön leer gefickt hier. Hm. Hallo Schimmer. Da war auch weiter nichts. Oh. Das waren Soldaten aus der KZ. Siehst du die Fedra-Uniform? Meinst du, das war die WLF? Ja, und sie haben sie hier gelassen. Als Warnung. Echt abartig. Hm. WLF. Riesen. Eindringlinge werden sofort getötet. Wie viele seid ihr? Wie viele habt ihr getötet? Oh, ich würde sagen ein paar. Oh je, das sind bestimmt ein paar gewesen. Ich weiß, ob die da dann überhaupt noch sind. Sind die inzwischen ja auch schon weitergezogen. Nee, da gibt's weiter nichts. Nö, nix. So, jetzt müssen nur noch das Tor passieren. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Hier, da ist eine Leiter. Da müssen wir hoch. Da kommen wir nicht hoch. Wir müssen da irgendwie hin. So, wie kommen wir da am geschicktesten hoch? Stimmt, über die Käfige. Ja. Oh, gerade so noch. Da müssen wir da irgendwie Dina, gemeinsam gucken. Hier hoch. Okay. Hm. Ah, super. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Ja. Klingt gut. So, gucken wir mal, dass wir das Tor kommen. Huch.
Nee. Da vorsichtig rüber. Ah. Oh je. Balancieren auch noch. Ah. Da muss er hin. So. Oh je. War das knapp. Gut, dann müssen wir mal gucken. Seattle, du wunderschöne Stadt. Oh, wer weiß, ob die so wunderschön ist. Freue mich allerdings auch. Das gefällt mir nicht. Oh, eine Leiter geht hoch. Mal gucken wir erstmal, was da oben ist. Oh, da gibt es noch Sachen. Oh, noch eine Karte. Anzeigen. Chess Master. Wenden. Lesen. Caleb Sophos. Intelligenz 100. Muskelkraft 40. Zugehörigkeit keine. Nach einem Zusammenschluss mit dem multidimensionalen Helden Tesseract konnte das kriminelle Superhirten Caleb Sophos plötzlich jede mögliche Auswirkung seiner Entscheidung sehen, bevor er sie getroffen hatte. Da er jetzt Dutzende von Zügen im Voraus sehen kann, nennt er sich seither Chessmaster. Seine neue Fähigkeit hatte aber auch ihren Preis. Er hat zwar ein Vermögen damit gemacht, anderen Kriminellen bei der Planung ihrer Verbrechen zu helfen, doch das Wissen um alle möglichen Folgen einer Entscheidung hat ihn zur Unentschlossenheit verdammt. Er schafft es nicht, seine Kraft für sich selbst einzusetzen und ist darauf angewiesen, dass andere für ihn entscheiden. Schurke. Ein Schurke. Ja. Lesen. Zelda, wenn deine Einheit das Tor eingenommen hat, öffnet es und stimmt euch mit Johns Einheit ab. Unser Spitzel unter den Flüchtlingen sind bereit. Niemand von der Fedora soll überleben. Sobald ihr alles unter Kontrolle habt, bietet den Flüchtlingen im Gegenzug zur Loyalität mit der WLF die Aufnahme bei uns an. Dein Überleben sei lang. Isaac. Okay. Dann haben wir da ja schon mal. Noch eine Karte gefunden. Oh. Oh, das tat bestimmt weh. Bisschen. Wie ist nichts weiter Ehrliches. Stein. Kommen wir nicht rein? Da bin ich. Okay. Kein Strom. Wir brauchen ein Stromkabel, würde ich bestimmt vermuten. Und per Hand kriegst du das, geht das bestimmt auch nicht. Ja, das hat man ja schon fast gedacht. Ja, komme ich hier durch? Ah, ist noch das Alkohol mitnehmen. Das ist bestimmt jeder gehört wieder. Noch ein Dokument. Okay. Nordtor, Was wohl geschrieben wurde? Ah.
Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlich Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen, holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus der Kuppel und bringt sie zum Versteck der Serwell. Ja. Okay, da ist weiter nichts. Kurios, dass hier noch nichts los ist hier. Das ist mein Generator. Offen. Oh, der funktioniert auch noch. Ja, natürlich kriegst du eine gewischt. Das quietscht bestimmt gleich noch das Tor. Passwort? Hey, alles okay? Was war das eben? Passwort. Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Naja, gut. Ove ist jetzt nur, dass ich jetzt gleich erstmal wieder Pause machen muss, leider, zwangsbedingt. Es nervt mich. Ich kann darf nichts mehr in Ruhe machen. Ich will das nicht mehr. Ich will doch nur in Ruhe zocken. Ich kann dann nicht mal mehr in Ruhe zocken. Aber leider finden bei mir zu Hause ein paar Umbaumaßnahmen statt und da muss noch ein bisschen leider was geklärt werden. Gucken wir, vielleicht schaffen wir noch das Tor aufzumachen. Ah. Kein Saft. Eh. Dann müssen wir das Stromkabel mal hierher holen, wa? Ob das lang genug ist und ob das Tor dann offen bleibt? Immer ist anders. Können wir das da rüberschmeißen? Das können wir da doch bestimmt rüberschmeißen. Oder so. Ehrlich nicht? Das geht nicht? Oh Mann. Ja. Muss ja wahrscheinlich da auf die andere Seite. Geht's nicht durch? Ah, da geht's natürlich durch. War abzusehen. Jetzt irgendwie gerade es durchs Fenster muss. Ja, komm, geh da hoch. Hier noch. Vitamine, Alkohol, Dings. Okay. Geht doch kein Generator. Okay. Jetzt sind aber kurios. Ich muss da doch. So.
Ich muss da doch jetzt eigentlich nur noch nur das Kabel irgendwie hier rüberschmeißen. An und für sich. Oder kann ich den Generator sogar bewegen sogar? Geht das? Verrückt. Oder unter den Zaun durch. Wenn ich den hier habe, dass ich den hier dann tragen kann. Nee, das geht auch nicht. Und haben wir hier irgendwo ein Verlängerungskabel übersehen? Oh, kein Saft. Was ist denn da oben? Oben. Geht doch irgendwo ein Kabel dahin. Achso, das ist das Kabel zum Tor. Ja. Ich muss das doch vom Generator jetzt irgendwie rüberkriegen. Oh. Je. Na gut, da müsst ihr dann gleich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall. Muss ich gleich erstmal wieder weg. Was mich sehr, sehr nervt gerade wieder. Aber nun gut, das nützt nichts. Wir werden auf jeden Fall das doch herausfinden. Das sehen wir dann schon zusammen, wie wir das machen. Also macht's erstmal gut. Wir sehen uns. Guck mal, dass ich nachher vielleicht nochmal das doch schaffe anzukommen. Also macht's dann erstmal gut und auf Wiedersehen.